Die Berliner Polizei hat 6 Männer festgenommen. Diese stehen im Verdacht, einen Angriff auf den Berliner Halbmarathon geplant zu haben. Mehrere hundert Sicherheitskräfte waren während der Veranstaltung im Einsatz. Einem Zeitungsbericht der Welt zufolge vereitelten die Festnahmen einen geplanten Messerangriff auf Zuschauer und Teilnehmer des Halbmarathons. Der Hauptverdächtige soll Verbindungen zum Weihnachtsmarktattentäter Anis Amri gehabt haben. Dieser hatte 2016 12 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt, als er mit einem LKW in einen Berliner Weihnachtsmarkt gefahren war. Die Polizei durchsuchte auch mehrere Wohnungen. Eine davon war schon im Zusammenhang mit dem Anschlag von 2016 durchsucht worden.